Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 479. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei das Nervenbündel Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Und der Marvin. Hallo. Ja, wir wollen gleich über die Eintracht reden und über das morgen stattfindende Finale, aber erstmal wie jedes Mal ein bisschen Housekeeping am Anfang. Wir danken auch weiterhin unseren Unterstützerinnen und Unterstützern da draußen und ich suche immer ein paar Namen raus und dieses Mal geht der Dank stellvertretend an den Gernot und an den Guido, die kamen mit kleinen Sonderunterstützungsspenden hier um die Ecke. Vielen, vielen Dank, ihr macht es möglich, dass wir hier Woche für Woche über Fußball reden können und vielleicht sogar dann über einen weiteren Pokal in der Vitrine der Eintracht in einer der nächsten Wochen. Mal sehen. Jetzt sprechen wir aber erstmal über das morgen stattfindende Finale. Es sind 24 Stunden, 18 Minuten bis zum Anstoß. Basti, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös bist du? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die Skala ist kaputt bei mir, das Messgerät, weil es auch ständig wechselt. Also wenn du mich jetzt fragst, bin ich nervös, nachher bin ich apathisch, nachher bin ich euphorisch. Dann bin ich wieder nah oder im Wasser gebaut. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich meinen Zustand beschreiben soll. Ich versuche irgendwie durchzukommen, was einigermaßen gut geht. Manche Stunden gehen schneller um, manche langsamer. Aber ja. Es ist jetzt so, ich werde jetzt noch ein halbes Mal schlafen und dann fängt dieser Tag an. Und ich bin sehr gespannt, wie der Tag wird. Ich freue mich sehr, Marvin und ich fliegen ungefähr gleichzeitig, dass wir auch gleichzeitig da früh ankommen und dann da mal auf das Fanfest gehen und ich glaube dann, wenn du dann da viele Leute triffst, viele Sachen da passieren, coole Auftritte von Chill und Abdi und so sind, dass zumindest der morgige Tag dann rumgeht mit positiver Energie, aber ich glaube, was das Schlimmste wird, ist dann irgendwie 20:30. Also ich glaube 20:30, wenn du dann auf deinem Platz bist und du hast, weißt jetzt, fängst du eine halbe Stunde an. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es schaffen soll. Also ich kann, ich habe noch, es gibt ja oft, dass man Bilder hat, denkt, ja, so und so könnte es werden und dann irgendwie ist man vorbereitet. Ich habe gar keine Ahnung, welchen körperlichen Zustand ich mich morgen befinden würde. Ich weiß, glaube ich, nur, dass der anders sein wird als alles andere, was ich jemals erlebt habe. Du sprichst ganz gut an. Es ist tatsächlich einfach so, dass wir uns, glaube ich, nie auf diesen Status irgendwie eingestellt haben. Und ich glaube, dass all das, was wir da erleben werden, anders ist, als wie wir es uns sonst immer mal vorgestellt haben. Aber es ist natürlich, ja, es ist larger than life. Also tatsächlich hätte niemand von uns jemals mal gedacht, dass wir im Europacup-Finale sind. Und jetzt sind wir, wir reden gerade hier am Dienstagabend, am Mittwoch sitzen wir schon, stehen da in diesem Stadion und wir sehen hoffentlich eine siegende Eintracht. Aber es ist halt das fucking Finale, egal wie es ausgeht, das ist monumental und das ist eigentlich, das ist nicht zu beschreiben. Bei mir ist es so, dass ich 5 Stunden geschlafen habe heute, ich musste erst um 13 Uhr arbeiten, war um 5.30 Uhr hellwach, ich konnte nichts mehr machen, ich musste die Zeit dann irgendwie rumkriegen, bin dementsprechend jetzt auch schon körperlich, jetzt wrack schon die ganzen Tage zuvor, ein absolutes Nervenbündel, zwischenzeitlich versucht zu kochen, und das habe ich aber falsch Zutaten verwandt und dann hat es auch nicht so wirklich gut geklappt. Also Dinge wollen nicht so wirklich passieren, klare Gedanken sind irgendwie rar und ich versuche mich tatsächlich auch mit Kopfschmerzen und dem ganzen Scheiß, geht einem körperlich auch nicht gut, irgendwie da jetzt hinzuschleppen. Ja. Damit ich dieses Finale sehe und damit wir hoffentlich, hoffentlich das absolut Monumentalste erleben, was wir wahrscheinlich als Fan jemals erleben werden. Ja, diese konstant hohe Anspannung seit Tagen ist echt nicht gut für den Körper. Ja, es ist auch krass, ich verkrampfe auch. Also heute Nacht habe ich richtig gemerkt, wie ich verkrampft bin. Es war dann total gut, dass ich mich unter die Dusche gestellt habe morgens, richtig schön heißes Wasser auf meinen Körper habe tropfen lassen, wo ich dann gemerkt habe, okay, so langsam löst sich die ein oder andere Verkrampfung. Aber das war halt einfach, das war halt irgendwie ein Druck und ich bin sehr froh, dass ich kein Fußballer bin, weil genau daran würde ich persönlich auch scheitern. Zum Glück sehen das viele Profifußballer wirklich anders, deswegen bin ich sehr optimistisch. Aber ich könnte nicht das, was die machen, das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Ja, ich finde, das hat man, ich habe das in der ersten Halbzeit in London gemerkt. Also hätte ich in der ersten Halbzeit in London irgendwie spielen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich das schlechteste Spiel gemacht, was jemals jemand gemacht hat. Weil ich ja nicht mal als Fan funktioniert habe in der ersten Halbzeit. Ich meine, Marvin, du hast es so ein bisschen mitgekriegt, du musstest mir irgendwann irgendwie Schokolade geben, weil ich sonst einen Kreislaufkollaps bekommen hätte. Vor Aufregung und vor Anspannung. Das ist es. Ich meine, wir schaffen es ab und zu. Ich meine, wenn du dann irgendwie in den Flow reinkommst, die Mannschaft durch ihre Spielweise dich ein bisschen mehr beruhigt, dann kommt man in so einen absoluten Support-Modus rein, der dann auch immer wieder mit Nervosität abwechselt und kurz auf die Zeit gucken und so. Es ist,
alles so. Es sind so viele Faktoren. Und ich meine, Marvin und ich sprechen ja bei Fußball 2000 drüber. Ich spreche bei 93 drüber. Wir sprechen hier drüber. Kann ich auch schon mal anteasern. Marvin und ich haben auch eine Wettbrötchen-Folge aufgenommen, die morgen noch vorm Spiel erscheint. Oha. In keinem dieser Formate schaffe ich es auch nur annähernd zu beschreiben, wie es mir geht. So, weil ich das selber nicht greifen kann. Ich kann das nicht, weil es sich auch ständig ändert und weil dieser Zustand halt auch einfach beeinflusst, wie ich in der Lage bin, Dinge zu formulieren oder auch nicht. Ja. Und ich habe einfach dieses Gefühl, es ist irgendwas in meinem Körper drin, so mein Körper glüht und vibriert und ist irgendwie aufgeladen. Das hat irgendwie positive Auswirkungen, negative Auswirkungen. Aber so wirklich funktional bin ich aktuell nicht. Es ist einfach so ein Sonderzustand, dass du das Gefühl hast. Lossi hat das, glaube ich, im Freunde-Interview gut beschrieben. Man lebt momentan wie in einem Geschichtsbuch. Das ist so wie Last Action Hero. Hat denn einer von euch gesehen mit Arnold Schwarzenegger? Ja. Wo plötzlich der Kleine mit dieser Kinokarte in dem Film drin ist. Und ehrlich gesagt, so geht's mir genauso. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie seit paar Tagen in eine andere Dimension abgestiegen, bin da drin, probiere dort irgendwie zu funktionieren, aber mich gleichzeitig auch erstmal zurechtzufinden. Ich kann das so 100% nachvollziehen, dass da habe ich mich auch schon ein paar Mal erlebt, dass man so diese Momente hat, die man sich in der Zeit, in der man sich mit der Eintracht beschäftigt, immer mal wieder vorgestellt hat, wie könnte das irgendwann mal sein, und jetzt ist man gerade in dieser Situation, wo man nicht mehr weiß, ist es das, wie ich mir das damals das vorgestellt habe, oder ist das jetzt gerade Realität? Und man wankt so zwischen diesen beiden Szenarien die ganze Zeit, und das macht einen total fertig, zumal man auch keinerlei Referenz hat für diese Gefühlswelt, in der man sich da gerade eben befindet, weil man sie so in der Art und Weise noch nie so wirklich erlebt hat. Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Ja, es ist halt genau das, und es ist aber auch geil natürlich, weil wir das ja nie so, ja, also ich meine, ich muss schon sagen, dass der Europacup jemals oder die ganze Zeit schon für mich ein magisches Ding war, das habe ich gefeiert, auch damals, als ich das erste Mal so wirklich mitgefahren bin, aber tatsächlich auch schon davor, also ich erinnere mich auch an Spiele, Fenerbahce und so weiter und so fort, das war ja immer mal wieder Brøndby beispielsweise, das war auch geil, aber das jetzt im Finale, ne, jetzt nochmal mitzuerleben, das ist irgendwie ein krasses Niveau und auch sprengt die Vorstellungskraft, weil niemand von uns kann damit planen, bei einem Verein, der halt nicht Dauerabonnent auf die Meisterschaft ist, irgendwie mal ins Finale eines internationalen Wettbewerbs zu kommen. Dass das jetzt der Fall ist, zeigt, wie krass die Entwicklung der Frankfurter Eintracht ist, aber für uns als Fans ist das natürlich etwas Magisches, und es kann viel Magisches passieren, weil erinnert euch, wie der DFB-Pokalsieg 2018 hier war, dass hier 50.000 Fans der Eintracht oder wahrscheinlich 100.000 in der Stadt waren. Das würde auch jetzt wieder so sein. Ja, ich bin von so vielen Leuten gefragt worden in den letzten Tagen, warum das für die Eintracht und die Fans was anderes ist als für andere Vereine, warum wir da so sehr motiviert sind. Da war meine Antwort auch immer, weil wir nie wissen, wann wir das wieder erleben. Das ist sowas Einzigartiges, wo wir 2019 das letzte Mal so halb dran geglaubt haben, dass wir irgendwie in die Richtung gehen könnten, und dann das Ausscheiden gegen Chelsea, und eigentlich für uns alle klar war, dass das nie wiederkommt, und wir auch nicht wissen, wann das wiederkommt, und dass das vollkommen klar ist, dass man das dann mit jeder Phase seines Körpers irgendwie mitnehmen will. Ja, und ich glaube auch, dass es nicht übertrieben ist. Ich glaube, für mich, ich hatte eigentlich diese Verarbeitung, ich dachte, ich hätte die Verarbeitung mit dem Pokalfinale abgeschlossen und gedacht, ey, hoffentlich wird die Eintracht noch ein paar coole Europapokalreisen haben. In der Gruppenphase guckst du immer eher die drei Lose an, weil du denkst, okay, drei geile Fahrten, und dann guckt man mal, keine Ahnung, wann man ausscheidet. Ja. Dann war dieses, das ist eigentlich so das, was das Maximum ist, und das, ehrlich gesagt, hat es mir auch gereicht. Es ist nicht so, dass ich unglaublich unglücklich war als Eintracht-Fan in den letzten Jahren. Im Gegenteil. Was war das für ein Rausch nach diesem Pokal? Der Pokalsieg als Startschuss, dann durch Europa im San Siro gewesen. Also, wenn ich jetzt irgendwie dann abgeschlossen hätte mit dem Fußball, der Fußball würde aufhören, dann würde ich immer noch voller Stolz von San Siro erzählen. Von auch Kleinreisen, Marvin. Ich meine, wo waren wir hier in Vaduz? So, also, ey, wie geil das war. Ich denke so gerne an Vaduz zurück. Genau, auf jeden Fall. Tallinn. Herausragend. So, Tallinn, diese emotionalen Szenen mit dieser Mannschaft. Und es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon irgendwie geile Erlebnisse gehabt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ja. Und jetzt kommt diese Geschichte, und auf die bin ich wirklich, ich war aufs Pokalsieg schon nicht vorbereitet, das hat mich überfordert so. Aber auf das jetzt hier bin ich nicht mehr im Ansatz irgendwie fähig, das auch nur in gewissen Prozentbereichen zu begreifen, dass wir hier einer Sache beiwohnen wie 1980. Und 1980 ist ein fester Punkt in der Geschichte von Eintracht Frankfurt. Ja. Wo Leute dabei waren, die davon erzählen, überlegt euch, was Grabowski, Hölzenbein und so, was das für Legenden sind. Und wir sehen halt hier dann
auch aktuell solche Legenden eventuell spielen. Also es ist so, wenn irgendeiner dir erzählt, ich habe den Grabowski damals noch gesehen, dann hörst du mit Ehrfurcht zu und kannst diese Zeit nicht greifen. Und genauso werden wir eventuell irgendwann über Philipp Kostic sprechen. Und Kevin Trapp. So, ich meine, es gibt diese Namen, Jürgen Pahl, und die haben irgendwie, auch wenn man es selber nicht miterlebt hat, live hat, haben diesen gewissen Klang und eine gewisse bedeutungsschwangere geschichtliche Schwere, sag ich mal. Und du hast jetzt plötzlich dann auch, weiß ich nicht, ein Trikot, wo Kostic draufsteht, was halt irgendwann so ist, als hättest du jetzt noch ein Original Jürgen Grabowski-Trikot. Und das ist von dem monumentalen Dingen her, diese, auch diese Gegenstände dann oder diese Fotos, die man vielleicht hat, das wirst du dir in 40, 50 Jahren eventuell noch anschauen oder dann halt irgendwelche Leute, die Nachrufe auf dich schreiben. Es ist wirklich krass. Ja, das ist es. Was du sagst, ich meine, genau das sind diese Stoff aus dem Legendensinn, ist genau das, wo du dann irgendwann deinen Enkelkindern oder sonst irgendjemandem davon erzählst oder im Altenheim noch davon schwärmst, dass du 2022 in Sevilla dabei warst, als die Eintracht, hoffen wir, den UEFA Cup geholt hat. Also das ist unfassbar. Und ich sage auch immer noch UEFA Cup, weil ich das liebe. Ich finde UEFA Cup immer noch geil. Ganz ehrlich, alleine diese Silhouette von diesem Pokal. Ja. So, das hat diese Vibes. Du bist jetzt, das ist einfach, das ist in die Sozialisation, in den Körper mit eingeflossen, dieser Pokal. Hast du als Kind gesehen, diese Bilder, wie diese Form von, der ist halt auch einfach ästhetisch wunderschön, so dieses Ding. Es ist nicht einfach so ein übertrieben pompöser Pokal, nein, der hat irgendwie so einen eigenen Style. Und der hat mindestens genauso Trademark-Feelings wie der Pokal, wenn du Weltmeister wirst. So, das ist einfach, wenn du. Ja. 4-5 Striche machst und unten diese Halbrunde, dann weißt du genau, was ich dir da andeuten will in der Zeichnung. Ja. Also wenn der Marvin und ich irgendwann beim Montagsmal mal eingeladen sind, 1-2 Striche im Halbkreis, weiß der Marvin ganz genau, was ich damit aufzeichnen will. Ja. Und das ist halt einfach, das ist krass, weil es ist auch so ein bisschen, das weckt auch ein bisschen das Kind in mir wieder. Das habe ich an gewissen Stellen, wenn ich mir irgendwie, weiß ich nicht, jetzt viele Basketball-Trikots kaufe, die ich früher irgendwie gefeiert habe oder so ein bisschen in diese 90er-Vibes zurückgehe. Wenn ich mir ein altes Eintracht-Trikot anziehe, dann fühle ich das auch wieder so ein bisschen. Das hat einfach so eine kindliche, weil du als Kind schaust du ja auch auf Sachen irgendwie noch nicht so, wie soll ich das sagen? Du hast noch so einen freieren, offeneren, weltoffeneren Blick auf Dinge. Du bist noch naiv und irgendwie so. Ja, ja. Du hast so eine kindliche Freude, wenn und das habe ich teilweise, kann ich das nachempfinden, wenn ich diese alten Trikots anziehe. Das genau das empfinde ich, wenn ich diesen Pokal sehe. Und das ist ein Mischmasch aus so vielen Gefühlswegen, die da in den Körper eindringen. Das ist, wie gesagt, ich kann es nicht kategorisieren, aber teilweise ist es auch echt schön. Ja, also es ist genau, ich finde halt, für mich ist der Pokal wirklich der Pokal der Pokale. Es ist wirklich das A und O im europäischen Fußball. Und natürlich ist die Champions League ein ganz anderes Ding. Und wenn wir da nächstes Jahr spielen sollten, ist es mega nice. Aber es für mich ist trotzdem dieser UEFA Cup oder die Europa League, der ist ja nicht großartig verändert worden. Da sind Nuancen dran verändert worden. Ja. Aber ich liebe das beispielsweise, dass du die unterschiedlichen Länder, die Flaggen dann da siehst. Das ist ein dezenter, der hat einen dezenten Schick. Das ist halt im Endeffekt alles, was wir auch als Eintracht-Fans ja maximal mal gewohnt waren. Mhm. Ja, natürlich, gerade mit den Rangers verbindet uns diese Champions League-Geschichte. Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass der UEFA Cup, der Gewinn des UEFA Cups mit den Legendenspielern 1980 auf ewig sich auch eingebrannt hat. Und wie Basti das so wunderbar gesagt hat, am Ende ist es so, ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht nur ein Grabowski, das könnte ja auch jetzt ein Kostic sein, das könnte ein Trapp sein, das könnte halt auch ein Rode sein. Und das ist natürlich genau das, das wissen die auch. Und ich glaube, dass sie das auch fühlen. Ich meine, wenn wir jetzt den offenen Brief gelesen haben, gebe bei offenen Briefen in der Regel nicht wirklich viel. In der letzten Zeit gab es viel zu viele offene Briefe. Leider, ja. Ja, aber ich muss sagen, wie die Eintracht das gehandelt hat, mit welchem ehrlichen Touch die es geschrieben hat und die Spieler das auch so rausgegeben haben, das hat mich berührt. Und da merke ich, da ist diese Connection einfach da mit den Fans. Und ja, keine Ahnung. Ich bin momentan generell ein wenig rührselig. Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, da bist du keine Ausnahme an der Stelle. Habt ihr denn schon irgendwas aus Sevilla von Fans, die vor Ort sind, mitbekommen, wie da so aktuell Stimmung und Fanaufkommen und so weiter ist? Ja, momentan alles in schottischer Hand. Okay. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Eintracht-Fans sehr, sehr, sehr in der Unterzahl sind aktuell noch, was so das Stadtbild betrifft. Aber das war ja auch vorher erwartet worden, dass, glaube ich, doppelt so viele Schotten da hinkommen.
Es ist bei denen, glaube ich, auch noch mal mehr in der DNA, auch ohne Karte überall hinzufliegen. Das hat für die irgendwie Selbstverständlichkeiten. Hier ist es ja so, dass Teile dann lieber in der Stadt bleiben, weil sie dann halt im Public Viewing sein wollen. Das gibt's in Glasgow gar nicht. Okay. Die haben im Ibrox Park jetzt keins zum Beispiel. Die reisen dann halt trotzdem dahin und wollen alle zusammen sein. Es ist aber so, glaube ich, dass die sich morgen trotzdem umgucken werden, weil die halt jetzt noch denken, oh, guck mal, so viele Frankfurter sind hier gar nicht. Aber ich, als ich diese Liste von Flügen gesehen habe, da von 8 Uhr bis 11 Uhr durch, da was weiß ich, ich glaube, morgen geht nicht ein einziges Flugzeug vom Frankfurter Flughafen, was nicht in die Nähe fliegt. Das ist so krass. Und ehrlich gesagt, morgen zählt es. So sollen die heute sich dahin abfeiern. Ja. Ich habe auch absoluten Respekt und auch Sympathien für diese Fans. Hat überhaupt nichts von West Ham oder dass man denkt, da fliegen irgendwelche Flaschen, sondern das ist, glaube ich, Mutual Respect, glaube ich, einfach und eine gemeinsame Geschichte, die diese Vereine auch verbindet, die auch wieder mit dem Europapokal zu tun hat. Also es ist so viele Geschichten, die da irgendwie ineinander finden und verbindet, glaube ich, auch Eintracht und Glasgow-Fans sowieso, weil das halt auch ein fußballkitschiges Märchen ist, dass diese beiden da jetzt gegeneinander spielen. Also es ist einfach auch wirklich angemessen, dass dieser Gegner da uns gegenübersteht und ich glaube, das empfinden die genauso. Ja. Also und ich glaube, morgen wird es 10, morgen werden meiner Meinung nach schon so 50.000, 60.000 dort in der Stadt sein und auf den Fanfest sein, Rangers-Fans werden da sein. Am Ende werden ein paar dann von den Leuten ins Stadion können und dann bin ich sehr gespannt, wie es im Stadion verteilt sein wird, weil ich glaube, die sind ähnlich kreativ und zahlungsfreudig, was Karten betrifft, aber ich gehe davon aus, dass es 50-50 sein wird. Ja. Vielleicht jeweils 18.000 von jeder Fangruppe, 5.000 neutral und dann gib ihm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, was du sagst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es im Stadion dann wieder einigermaßen pari sein wird. Und dass da zählt es dann auch. Und da muss auch jeder von uns sich auch nochmal komplett anzünden, alles raushauen, genau die Fußballphrasen benutzen. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir um unser Leben schreien müssen, unseren Teil dazu beitragen müssen, damit die Eintracht da siegreich ist. Und ich glaube, es verteilt sich dann wirklich mehr als dann in der Stadt, wo wirklich schon sehr, sehr viele Schotten wohl unterwegs sein sollen. Aber man darf auch nicht vernachlässigen, wenn du am ersten Abend zu hart feierst, dann holt dich der negative Spirit dann auch wieder ganz schnell ein. Und bei 36 Grad kann auch mal der ein oder andere Sonnenstich dazukommen. Da müssen die aufpassen. Gerade die Schotten sind es vielleicht in diesen Temperaturen gar nicht so gewohnt. Also sind wir mit unserer kurzen Anreise vielleicht gar nicht so schlecht dabei. Also insofern, ich glaube, es zählt. Aber was Basti gesagt hat, ist für mich ganz wichtig. Ich denke, das wird hier auch ein Aufeinandertreffen von zwei eher freundlich gesinnten Konstitutionen und Fans. Und es gibt keine Keilerei. Das kann ich mir jetzt erstmal so nicht vorstellen. Und jo, das wird einzeln passieren können. Ich meine, wir werden so oft aufeinandertreffen. Das passiert dann an jeder Party-Location. Meine Güte, das würde ich dann auch gar nicht überdramatisieren. Ich glaube trotzdem, dass über diesem Spiel der gemeinsame Respekt steht und dass man das in der Stadt auch spüren wird. Man wird die Bilder sehen morgen. Also ich glaube, das ist nicht nur das Spiel, sondern auch der Tag über. Der wird irgendwie auch Erinnerungen produzieren, auch für uns. Ja, und dann wird sich das aufladen. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt schon völlig überfordert seit Tagen. Ich glaube, Marvin und ich haben kein anderes Thema mehr, wenn wir uns auch irgendwo begegnen oder bei WhatsApp schreiben. Geht's eigentlich nur noch um den Austausch von unseren Körperzuständen. So zu sagen, ah, gerade bin ich so und hier, ich bin mir schlecht, mir ist schwindelig. Ich kriege leider in die Apotheke, dies, das, Ananas. Schwer auszuhalten aktuell, aber ich glaube, morgen wird sich das nochmal zuspitzen in diesem Tag, weil dieser Tag wird auch, da sind diese Legenden auf der Bühne, die diesen Pokal 80 gewonnen haben. Du wirst ganz Frankfurt da haben, du wirst viele Freunde treffen, das wird immer näher kommen, dieses Spiel. Das heißt, diese Elektrizität, die jetzt schon kaum auszuhalten ist, die wird morgen wahrscheinlich während des Tages durchbrennen und dann bist du auf wirklichen Notstromdingen im Stadion, musst hoffen, dass dein Generator durchhält. So, es ist einfach wirklich krass, was uns da bevorsteht. Und ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und ich habe auch, anders als bei allen Dingen, wo ich mich dann vielleicht manchmal reinsteige und dann vielleicht mit den Superlativen so ein bisschen sorglos umgehe, hier habe ich es überhaupt nicht. Hier habe ich eher das Gefühl, ich finde keine, die es angemessen beschreiben. Und ich habe eher das Gefühl, egal wie pathetisch ich hier rede, es ist immer noch untertrieben. Also es ist immer noch untertrieben für das, was uns da bevorsteht, weil es ist einfach, wie Marvin es gesagt hat, larger than life. Und es ist halt auch nur ein Tag. Ist nicht so, dass jetzt irgendwie du denkst, okay, die nächsten 6 Monate sind beruflich für mich wichtig, weil das ist das wichtigste Projekt meines Lebens. Oder du weißt, dass irgendwie deine Partnerin schwanger ist und das passiert in 6, 7 Monaten. So, also das sind alles Dinge, auf kannst die sind vielleicht ähnlich wichtig, aber auf die kannst du dich nicht, auf die kannst du dich länger vorbereiten. In dem Sinne, dass du hoffentlich weißt, was passiert, dass du auch selber irgendwie was dafür tun kannst. Es ist alles morgen nicht. Es ist alles morgen nicht. Du hast irgendwie das Gefühl, du bist in dieses Finale reingerutscht, hättest du niemals gedacht. Und jetzt kannst du nicht mehr viel machen, außer schreien und es aushalten und am Ende vielleicht mit einer Sache belohnt werden, die als Glücksgefühl niemals deinen Körper verlassen wird und die vielleicht sogar in der einen oder anderen Lebenssituation, wenn es dir nicht gut geht, auch hilft.
So, guck, ja. Manchmal, man kennt es doch, wenn es einem nicht gut geht, guckt ihr halt den Pokalfilm an. Gut, dann habe ich wieder so ein bisschen emotionale Reinigung gehabt. So, also es ist einfach was, was für einen persönlich, aber auch für die Freunde, mit denen man da ist, einfach das dann zu spüren und die Empathie und diese Liebe der anderen zu spüren und diese ganze Stadt einfach wieder zu sehen von ihrer besten Seite. Ich meine, Corona war nicht für alle einfach und es kommt jetzt alles auf einmal. Und diese Stadt hier, die in vielen Dingen auch gut zusammenhält. So, was haben wir hier großartig für Querdenker-Demos oder AfD-Dinge? Haben wir nicht hier. So, diese Stadt hält schon gut zusammen, auch was die Internationalität betrifft. Das ist ja auch was Rührendes, dass irgendwie Leute, ein Freund von Marvin und mir aus Marokko kommt und der sagt, Alter, durch diese Eintracht-Familie war für ihn das Wichtigste, was die Integration betrifft in seiner neuen Lebenswirklichkeit und so weiter. Solche Geschichten einfach. Und der schickt mir heute ein heulendes Video und bedankt sich bei mir, dass wir ihn immer mitgenommen haben und dass er es kaum noch aushält und so weiter. Das sind so rührende Geschichten. Das ist nur eine von vielen. Dass diese Stadt es auch verdient hat und ich hoffe einfach, dass diese Stadt das bekommt, weil diese Stadt hat es verdient und ich glaube, diese Stadt wird es auch absolut würdig zelebrieren über Tage hinweg und über Wochen hinweg und über alles, was man dann da im Nachklapp irgendwie noch erleben kann. Also von daher, dieses Spiel hat sehr, sehr, sehr viel in sich geladen und ich muss aber auch sagen, umso öfter wir jetzt hier darüber sprechen und so konzentrierter, bin auch ein bisschen froh, wenn es vorbei ist. Ja, natürlich bin ich auch froh, wenn es vorbei ist. Natürlich ist es bei mir auch so, dass diese Anspannung sich dann auch irgendwann setzen muss. Ich weiß nicht, wie das Spiel läuft. Vielleicht habe ich dann richtig Spaß an dem Spiel, wenn ich merke, es läuft gut. Und dann, das kann ich nicht sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein schönes Spiel wird. Und ich gehe davon aus, dass ich körperliche Schmerzen erleiden werde, weil ich einfach nur will, dass die 90 Minuten dann bald rum sind. Keine Ahnung, wenn es ein knappes Ergebnis ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kann auch sein, dass es dann total geil wird. Wir wissen es alles nicht. Es kann das geilste Spiel des Jahres werden. Mit einem richtig positiven Akzent. Aber was Basti auch gesagt hat, darauf will ich auch nochmal abgehen, dass es ja nicht, es ist halt wirklich mehr als nur ein Verein, sondern es ist halt ein Stadtgefühl, ne? Und es ist halt auch genau diese Verbindung, die wir 2018 auch gesehen haben, wo Menschen jeglicher Herkunft, jeglicher Hautfarbe sich zusammengefunden haben und gemeinsam für die Eintracht gerufen haben und gemeinsam diesen Triumph gefeiert haben. Und genau sowas kann ich mir halt auch wieder vorstellen. Und wenn ich schon mitbekomme, die Vorbereitung, hier geht's komplett ab. Also Frankfurt, die Stadt Frankfurt hat jedem Mitarbeiter gesagt, dass er doch bitte weiße Klamotten tragen möchte, möge für den Mittwoch. Überall werden Schals, Wimpern und sonst was rausgehängt, damit man dann auf den Straßen schon gleich sieht, dass die Eintracht Frankfurt hier die herrschende Macht ist. Also, weißt du, das ist halt das Geile, weil es geht tatsächlich, weißt du, und das ist ja das Ding, im Endeffekt ist alles scheißegal, ne? Politik, dies, das, interessiert da niemanden, wenn wir das verbindende Element haben mit Fußball und mit der Eintracht. Und das ist das Grandiose. Und dann siehst du 50.000 Menschen, die teilweise ohne Karte dann auch nach Sevilla fahren, irgendwie sich dann dort noch Platz nehmen und halt dort Public Viewing machen, was krass ist. Warum zahlst du 550 Euro, um woanders das Spiel von der Leinwand zu sehen? Das ist vielen Leuten scheißegal. Die wollen halt dabei sein, dieses Dabeisein auch zelebrieren. Hm. Und das ist halt einfach, das ist halt Eintracht Frankfurt. Hm. Ja, ein Teil davon sein, du hast es gerade eben gesagt, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, andere zu unterstützen, mit denen gemeinsam das dort zu erleben, das macht halt dann auch einfach viel aus. Ja, ist schon krass. Du hattest gerade eben schon angesprochen, Marvin, das Wetter ist natürlich so ein Faktor, 36 Grad sollen es auch, glaube ich, morgen da wieder werden. Da haben vielleicht Glasgow mit zu kämpfen, vielleicht auch der ein oder andere von der Eintracht. Was muss die Eintracht denn sonst noch tun, außer auf das Wetter zu hoffen, um da morgen gegen Glasgow siegreich zu sein, Marvin? Ganz ehrlich, das erste Tor schießen. Also ich glaube wirklich, dass das erste Tor maximal spielentscheidend ist. Und das sagt man immer so leicht, und die Eintracht kommt auch bei Rückständen wieder raus. Aber ich glaube, dass das komplett entscheidend sein kann, früh das erste Tor zu machen. Wenn die Eintracht früh das erste Tor macht, überfallartig, wie sie es gegen West Ham United gemacht hat, das kann genau der Dosenöffner sein. Und dann ist es nämlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Dann hast du die Schotten, die alle nicht mehr die Jüngsten sind, die natürlich auch robust sind. Die Robustheit, damit kommt die Eintracht vielleicht nicht so gut klar. Aber deren körperliche Überlegenheit währt nicht über 90 Minuten, denn die Grundschnelligkeit bei der Eintracht ist wesentlich höher. Und genau das über die Distanz können wir durch Schlachten in Barcelona, durch auch Sevilla, wo wir ja auch schon mal waren in dieser Saison, das können wir alles verarbeiten und können da mitgehen. Und wir sind diese wärmeren Temperaturen auch durch Deutschland mittlerweile, Klimawandel, große, schöne Grüße, auch einfach mehr gewohnt. Und ich glaube, kann ein Vorteil einfach bei der Frankfurter Eintracht sein. Ab der 70., 80. Minute wird es für die Rangers ein bisschen knackiger. Und wenn wir da schon in Führung sind, dann glaube ich, dann sieht es sehr, sehr gut aus.
Ja. Ja, gerade auch, weil ja beide Mannschaften durchaus auch, ja, ich würde es jetzt mal ebenbürtig bezeichnen, also ist jetzt kein klarer Favorit an der Stelle, ist das halt schon so ein bisschen Mindgame und dann macht natürlich das erste Tor einfach immens viel aus. Jeder hofft drauf, diesen Glücksmoment zu haben. Das reißt die anderen dann schon so ein bisschen in so ein Loch. Ich glaube, es ist, was Marvin beschrieben hat, es ist ein Momentum-Game einfach. Es ist ein Momentum-Game in dem Sinne, dass sobald auf dem Feld irgendwas Positives für deinen Verein passiert, potenziert sich das halt auch auf den Rängen. Und das kannst du dann wieder wechselwirkungsmäßig auch benutzen. Ausnutzen, ja. Wenn die Eintracht ein frühes Tor macht und dieses Stadion völlig explodiert und die dann endgültig merken, wie viele Frankfurter da sind, kann das dir halt auch beflügeln, wie es in Barcelona, das hast du in Barcelona spüren können, wie die Fans diese Mannschaft auf den Platz getragen haben und auch mit in die Zweikämpfe geschrien haben. Jeder Zweikampf wurde angefeuert und bejubelt und sonst irgendwas. Das kann halt auch passieren. Sobald du da 1-0 führst und die Fans vielleicht dann auch ihre Nervosität verlieren und dann immer lauter werden, kann das halt wirklich auch auf dem Feld Auswirkungen haben, weil es ist so ein 50-50-Game. Es ist ein Momentumspiel, das die Fans auch mitentscheiden könnten. Wenn du dann denkst, okay, die Eintracht führt 1-0 und du schreist die dann so nach vorne, dass sie vielleicht Bock haben, gleich das 2-0 zu machen. Das kann auf jeden Fall Auswirkungen haben und das ist auch gar nicht so abwegig, weil selbst Glasner hat es ja in der PK gesagt. Er hat gesagt, so, die Fans haben uns hier auch ein bisschen mit hingetragen und wir hoffen, dass sie es jetzt auch weitertragen. Weil ich schon als Spieler, glaube ich, so ist, sobald du in so einem Finale stehst und vielleicht müde bist und vielleicht auch nervös bist, aber wenn du dann spürst, dass jeder einzelne Minigrätsche und jeder einzelne Ballgewinn, den du irgendwie hast, so gefeiert wird, glaube ich schon, dass dich das auch durch das Spiel flowen kann als Spieler. Dass du dann spürst, Alter, hier ist der absolute Support und umso mehr dieser Support da ist, umso mehr gelingt mir vielleicht, umso mehr traue ich mich vielleicht auch, weil ich Bock habe, dass das noch lauter wird und dass dieses Stadion einfach dann komplett explodiert. Weil stell dir vor, was Marvin sagt, stell dir vor, das ist ein angenehmer Spielverlauf, der irgendwie fürs früh 2-0, dann musst du Rangers aufmachen, du machst vor der Halbzeit 3-0, keine Ahnung, das ist völlig utopisch jetzt, aber so in der Art. Das können die Spieler auch dann spüren, glaube ich. Und es ist einfach so, dass alles, jede Kleinigkeit morgen zählt. Deswegen nochmal, wer da in dem Stadion ist, brauche ich hoffentlich diesmal nicht sagen. Schreien, bis man wirklich bewusstlos wird, bis einem selber irgendwie fast schlecht ist. Ich glaube, da bedarf es keinerlei externen Motivation. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Zumindest nicht bei den Fans. Bei den Neutralen ja, aber Fans definitiv nicht. Ja, und es ist halt auch krass, ne? Ich meine, überleg dir mal, ich meine, wir reden ja mit so vielen und man bekommt Anfragen bis zum geht nicht mehr, auch teilweise. Fragen auch sau viele Leute, eigentlich noch nie gesehen habe. Kommt dann, sliden dann in die DMs und dann so fragen sie, hier, hast du schon mal eine Karte oder so? Ich meine, das ist natürlich auch mega unrealistisch im Finale, aber sind aber auch sehr viele extrem hilfreich, ne, wenn man selber irgendwie was sucht und so. Und da sind aber auch sehr viele freundliche Gesuche. Aber du merkst auch, dass sau viele Fans dann komplett auch bereit sind, Unsummen zu bezahlen, ne? Weil die halt auch für sich dann sagen, ja, aber es ist mir auch scheißegal, das ist halt das wichtigste Spiel. Und dann gehen die auf StubHub und sagen, okay, komm, der Taui, den gebe ich dann mal aus. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur 1.000 Euro, 1.100, es waren zwischenzeitlich mal 1.700 Euro. Das machen die halt alle, weil das für die halt diesen Wert einfach hat, ne? Und klar, jeder wird sich in den Arsch beißen, wenn man am Ende sagt, naja, gut, ich habe halt das Geld jetzt nicht ausgegeben und habe dann das Finale dann irgendwie doch nur auf der heimischen Couch geguckt. Aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Das ist eine unfassbare Summe Geld. Aber ich will nur sagen, welchen Respekt ich auch davor habe, dass es keine Wege gescheut werden. Und auch die Anreisen allein, wie unterschiedlich, wie absurd. Hier Dennis, der jetzt heute nicht dabei sein kann, der ist, glaube ich, nach Hannover gefahren. Von Hannover sind die jetzt nach Palma de Mallorca gefahren und morgen geht es dann von Palma de Mallorca schön weiter dann nach Sevilla. Oder nee, ich glaube sogar nach Malaga erst. Also das ist wirklich ein Riesentrip, den die da haben. Hm. Und dann weißt du halt auch Bescheid. Ne? Also das ist schon, nach RS fliegen sie dann, genau. Das ist schon richtig absurd. Das muss ja erstmal geben. Also, und das ist ja nicht der absurdeste Trip. Da fliegen Leute von dem jeweiligen Ort dann nach Nordafrika, setzen dann mit dem Schiff über. Also die Kreativität ist da auch unfassbar. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt so, okay, ich habe jetzt einmalig die Chance, ich kann es mir irgendwie leisten, ich habe da jetzt irgendwie die Möglichkeit, an ein Ticket irgendwie zu kommen, dann beißt du dir halt schon gewaltig in den Hintern, wenn du es nicht machst, egal ob das Ding jetzt am Ende glücklich für uns ausgeht oder nicht. Das ist halt so ein Erlebnis, wo du halt einfach nicht weißt, wann du das wieder haben wirst, wenn du das überlegen. Ja, aber es ist ganz wichtig, du hast gesagt, wenn man es sich leisten kann. Ich glaube, dass so viele Leute das alles machen, obwohl sie es nicht leisten können. Und das finde ich halt auch krass, dass sie das so priorisieren, dass sie so sagen, okay, nein, das ist jetzt das Wichtige. Ich meine, überleg dir, wie viele Menschen
Tag und Nacht manchmal daran arbeiten, dass irgendwelche Choreos angefertigt werden. Die haben auch alle nicht, da sind alles keine Top-Banker zum großen Teil. Da gibt es bestimmt auch so ein paar. Aber weißt du, also im Endeffekt machen das auch Leute, die priorisieren ihr Leben dementsprechend anders. Ja. Ne? Und für diese Fans arbeitet und kämpft halt auch morgen die Eintracht. Ja, ne? Gut. Weil ein bisschen davon zurückzuzahlen, was diese einmalige Verbindung ist. Und ich brauche auch gar nicht, dass ganz Deutschland die Eintracht geil findet, ist mir scheißegal. Aber dass dieser Kern, dieser Nukleus zwischen den Eintracht-Fans und den Eintracht-Spielern, dass das enger zusammenwächst und diese Stadt Frankfurt noch enger, das ist das Maximum, was wir erreichen können. Ja, guter Punkt. Da hast du natürlich recht, dass da auch ganz viele sich jetzt wahrscheinlich für ihr nächstes halbes Leben irgendwie verschulden, einfach um diesen Moment mitzuerleben. Ja. Es war ja auch so ein bisschen noch die Frage mit Spielern, welche Spieler jetzt rechtzeitig fit werden. Jetzt gab es ja die Info, Hinteregger ist definitiv nicht mit dabei. Lindström hat dafür die letzten beiden Trainingseinheiten erfolgreich beenden können, hat noch keine wirkliche Startelf garantiert. Das hat Olli Glasner heute ja in der Pressekonferenz so ein bisschen offen gelassen. Ich glaube, da will man jetzt auch einfach nicht zu viel Karten auf den Tisch legen. Das heißt, wir laufen da auch morgen mit quasi der A11 auf, nur dann eben die einzige Änderung, Touré wahrscheinlich wieder in der Dreierkette. Oder was erwartet ihr da aufstellungstechnisch? Also ich würde jetzt nichts ändern, rein rhetorische Frage eigentlich. Wahrscheinlich. Also ich kann mir schon vorstellen, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen überlegen, wie es halt mit Lindström ist. Ne? Mhm. Also wenn er spielen kann, dann würde ich ihn auf jeden Fall. Ja, ich dachte, wir wären jetzt bei der Abwehr. Okay, alles klar. So. War gesamthaft die Frage. Okay, aber dann würde ich, glaube ich, tatsächlich nur über Lindström sprechen. Da würde ich ganz schnell sagen, der muss von Anfang an spielen, solange er halt kann. Ja, und dann im Zweifelsfall wechseln. Und dann hast du am Ende noch Hauge und Jakic auf der Bank für diverse Positionen, weil Rode und Lindström eventuell nicht durchziehen können. Sollte Touré wackeln, hast du noch Hasebe in der Hinterhand. Also da hast du da für jede Situation hast du irgendwas und der Rest muss halt funktionieren. Und du hast viele Waffen. Ich meine, du hast viele Waffen. Du hast Kostic auf links, du hast Knauf auf rechts, du hast Zoe als Organisator, du hast Rode als Kampftier und als vielleicht spiritueller Leader dieses Teams, der um die Bedeutung weiß, weil er hier sehr viel auch mitgemacht hat. Ja. Dann hast du Boré, der, wie Marvin bei Fußball 2000 richtig angesprochen hat, auch schon hoffentlich genau rechtzeitig jetzt wieder in seinen Flow kommt, was Tore betrifft. Ja. Hat ja so ein kleines Tal, aber hat da in Mainz auch einfach wie ein Stürmer, das halt macht eigentlich, einen Steilpass einfach verwandelt. Dann hast du Kamada, ich glaube, für den ist die Bühne sowieso wie gemalt. Und Tuta hat jetzt verlängert, wird ihm auch nochmal Auftrieb geben. Indika ist sowieso ein Eisklotz. Kevin Trapp ist wahrscheinlich aktuell der beste deutsche Torhüter. Also da ist schon viel drin, was dieses Spiel zum Positiven gestalten kann. Das ist es. Also ich glaube, Position für Position, hat mir das auch schon erwähnt, glaube ich, ist die Eintracht ein Stück weit besser besetzt. Wir müssen abwarten, ob sich das dann widerspiegelt, weil Finale ist immer was anderes, hat eigene Gesetze, logischerweise. Der ganze, so ganze Pokal hat eigene Gesetze. Ich glaube, das müssen wir abwarten, aber wenn wir es runterkühlen und wenn die Mannschaft auch selber kühl bleibt, dann glaube ich, dann kann sie das bestehen und kann auch diesem Druck auch gerecht werden. Das ist meine große Hoffnung und die ganzen Spieler, die wir angezählt und angesprochen haben, die sorgen für eine individuelle Qualität wie Lindström, dass da wieder zurückkommt, ist immens wichtig und dann haust du im Zweifel dann irgendwann wieder Heuge rein und der wird auch seine Leistung bringen und das ist alles geil und allein diese, dass wir nicht nur auf einer Seite unausrechenbar sind mit Kostic, sondern mit Knauf, diese rechte Seite haben, ist ein unfassbarer Wert, der ja einfach nicht geringschätzig zu betrachten ist und das ist das Geile und na klar, die Rangers sind auch saugefährlich in ein paar Bereichen. Haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man echt aufpassen soll, dass beispielsweise der Rechtsverteidiger von denen, der Tavernier, der Kapitän, ein unfassbar krasser Goalgetter für einen Rechtsverteidiger ist. Der hat das wirklich so ein bisschen das Dark Horse aktuell. Auf den musst du aufpassen. Und die haben gute Spieler und das, da muss jeder von uns ans Leistungsmaximum kommen. Aber dass wir auch Spieler wie Kamada haben, die unausrechenbar sind im Europacup, das ist halt das Geile. Und ich glaube, diese Unausrechenbarkeit, die liegt da ein bisschen eher bei uns. Ja, stimme ich dir zu.
gerade dieses Duell Tavernier gegen Kostic finde ich halt auch extrem spannend. Beides sehr offensive Spieler. Da will keiner dem anderen wahrscheinlich auch nur irgendwie einen Meter unnötigen Platz lassen. Also das könnte echt ein heißes Duell werden auf der Seite. Und Knauf ist sowieso, also ganz große Liebe, wenn wir da irgendwie... Der wird morgen auch nochmal richtig durchstarten und ich hatte ja so die leise Hoffnung, dass man ihn vielleicht irgendwie dann dauerhaft verpflichten kann. Ich glaube, das wird dann aber auch bald unmöglich, wenn er so weitergeht. Oh Mann, jetzt bin ich noch nervöser, als ich vorher war. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen beruhigter, als wir die Mannschaft durchgegangen sind, weil da ist schon viel drin. Das ist eine geile Mannschaft, die wir haben. Es ist definitiv eine geile Mannschaft, ja. Es ist eine geile Mannschaft und am Ende ist es jetzt auch dieses eine Spiel und es ist kein Spieler dabei, wo ich denke, der ist nicht gut in Form gerade. Ja. Ja, und vor allen Dingen ist halt auch keiner dabei, der sich nicht zu 200% da morgen irgendwie reinhauen wird und bis zur letzten Sekunde sich die Lunge aus dem Leib brennt. Ja, und das ist genau das, warum. Da haben die Fans auch dazu beigetragen. Ich glaube schon, als Spieler dich nochmal mehr pusht, wenn du merkst, okay, so vielen Leuten bedeutet das so viel. Ja. Ich habe Glasner letztens auch getroffen und dann hat er auch gesagt, so, das ist für ihn auch krass, wenn er merkt, dass mit Dingen, die er beruflich tut, irgendwie 500.000 Menschen glücklich werden. Das ist, glaube ich, schon einfach nochmal was anderes als in Wolfsburg. Also, dass er merkt, sollte ich dieser Stadt diesen Pokal holen und ich habe meinen Beitrag dazu geleistet und plötzlich sorge ich als einzelne Person mit dafür, dass irgendwie 500 bis 750.000 Menschen einfach glückselig die nächsten Tage durch ihr Leben schreiten. Das ist für die auch geil, glaube ich. Also, es ist auch geil zu wissen, dass du, kennt man ja selbst, wenn du jetzt irgendwie jemandem ein Geschenk machst und der freut sich, dann freust du dich auch. Ja. Das sind auf Mikroebene ist das so, wenn ich irgendjemand, das ist ja, da können irgendwie der komplette Staff, der komplette Verein, inklusive aller Funktionäre und allem, die da irgendwie mitarbeiten, die können sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich mit den schönsten Tag im Leben bestellen. Und das ist auch was Schönes, glaube ich. Und ich glaube, dass es gar kein Druck ist, sondern eher Motivation. Ja, glaube ich auch. Und ich denke, diesen Druck, den wir uns machen, wo wir natürlich auch als, ja, irgendwie dann auch Unbeteiligte, weil wir halt nur an den Rängen, auf den Rängen sind, sage ich mal. Aber ich glaube, dass die das auch echt in eine positive Energie verwandeln können. Und das ist das Geile. Und wie gesagt, wenn du mit Spori sprichst, Fitnesscoach der Eintracht, der ist da ganz relaxed. Ne? Also der ruhig bleiben und so weiter und so fort. Also diese Nerven, die muss man erstmal haben. Aber das hat er mir vor West Ham auch schon gesagt. Und dementsprechend bin ich da auch relativ optimistisch. Was ist denn euer optimistischer Tipp für morgen? Ich will nicht tippen. Du willst nicht tippen? Nee, Leute, es ist auch Schwachsinn, was soll ich jetzt hier sagen? Ich glaube, dass wir 3-1 gewinnen. Das ist spannend, das ist auch mein Tipp, den ich seit Tagen im Kopf habe und viele andere, mit denen ich gesprochen habe, die haben das auch gesagt. Ja, wir werden es mal abwarten, aber warum nicht? Wir werden es abwarten, das ist so ein Spiel, so ein Europacup-Finale läuft immer ganz anders, als man es denkt. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist, die Rangers zu unterschätzen. Ich glaube, es ist hoffentlich hier deutlich geworden, dass wir das nicht machen. Aber wenn man an die einzelnen Stärken oder die eigenen Stärken auch appelliert und auch weiß, was da so drin ist, dann glaube ich trotzdem, dass das gelingen kann. Gut. Ich glaube, wir wollten es heute nicht so lang machen, weil wir alle extrem angespannt sind. Ich habe trotzdem noch zwei Empfehlungen und eine kurze Randnotiz möchte ich hier an dieser Stelle noch erwähnen, weil wir ja letzte Woche den Hinweis zu den Eintracht-Frauen hatten, die ja am Sonntag dann glücklich das Spiel gegen Bremen, ich glaube 4-0, gewonnen haben. Gleichzeitig ja Turbine Potsdam, die ja gegen die Bayern-Frauen gespielt haben, verloren haben, hat die Mannschaft der Eintracht-Frauen Platz 3 in der Liga gesichert und spielt damit safe in der nächsten Saison in der Champions League. Ja, eine ist eigentlich auch krass. Ganz großes Ding. Du warst vor Ort, ne? Genau, ich habe mir das angeguckt und ehrlich gesagt, das ist auch krass. War ja jetzt zuletzt nicht mehr so ganz regelmäßig da, aber immer wenn du so ein bisschen Auszeit hast und da wieder hingehst, merkst du, was das für ein krasser Leistungssprung in den letzten Jahren auch geworden ist. Ne? Also da waren so geile Tore, wunderbar herausgespielte Tore, das macht wirklich Freude. Und das haben wir den Fans zwar cool und im Endeffekt waren da ja auch fast 5.000, die Eintracht Frauen da zum Sieg geschrien haben. Und ich meine, als haben wir schon einen Champions-League-Gästen, jetzt müssen wir natürlich morgen noch weitermachen. Ja, genau. Das müssen wir morgen noch weitermachen. Und in den Empfehlungen haben wir zwei kleine Musikempfehlungen für morgen bekommen, falls ihr doch noch ein bisschen Einstimmung für morgen braucht. Einmal hat uns der Ed Ickzorn auf Twitter hingewiesen, dass die Eintracht ja ein Musikvideo-Lied produziert hat, Europacup von Casanova. Ich nehme an, ihr habt das schon mitgekriegt, gehört. Das ist das eine.
Und dann hat uns der liebe Anzugschab, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, der hatte uns damals mal zum 10-Jährigen ein Lied komponiert und hatte uns ja. das geschickt. Der hat auch noch eins gemacht. Ich spiele das einmal kurz an und dann findet ihr den Link dazu zu SoundCloud in den Shownotes. Das Lied heißt In dem Jahr, in dem Grabowski starb. Ich lasse euch mal die ersten Sekunden dran teilhaben. Mhm. Grabowski starb. Fliegen Adler zum Finale des Europacups. Auf dem Platz lässt jeder Einzelne sein Löwenherz. Das waren die ersten Sekunden. Ich finde das Lied grandios. Wenn ihr es ja. hören wollt, ich hau euch den Soundcloud-Link da rein. Also ich habe, weiß nicht, wie oft es heute schon gehört habe. Also ich kriege Gänsehaut. Ich glaube, euch hilft das auch nochmal so ein bisschen, falls ihr noch ein bisschen Einstimmung auf morgen braucht, was für die Flugreise, für die, weiß ich nicht, für die letzten Meter mit dem Auto, mit dem Schiff, was auch immer. Dann kann euch das vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen helfen. Auf jeden Fall, ja. Es sind auf jeden Fall, ich habe es mir schon gestern angehört, das ist auf jeden Fall ein richtiger Banger, richtig geile Nummer. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Aber gut, wenn wir noch über Empfehlungen sprechen, müssen wir auch noch zwei andere Empfehlungen raus. Ja, dann hau raus. Ich glaube, es geht nicht anders, als wir haben das heute schon mal rezitiert in einem morgen erscheinenden Podcast und ich glaube, es wird Zeit für die drei Menschen, die es noch nicht gesehen haben, beziehungsweise noch nicht gelesen haben, sich das den Text von Stefan Reich durchzulesen, Stadt der Träume. Ich kann dazu jetzt auch nicht mehr sagen, ohne eine Träne in mein Auge zu bekommen. Ich glaube, schaut euch das einfach an bei hessenschau.de. Ja. Ja, du hast den Titel von dem Artikel genannt und ich habe instant Gänsehaut bekommen. Ja, ist sehr vielschichtig und da kann man sogar noch mehr reinarbeiten. Ja, ja. Nee, schon krass. Also wenn ich mir überlege beispielsweise, so ein bisschen kleiner Off-Talk, wenn ich überlege, dass unser guter Freund Weide, der mit bei uns ja bei Fußball 2000 dabei ist, dass der kein einfaches Jahr hatte. Seine Mutter ist gestorben und der wollte jetzt unbedingt beim Europacup dabei sein, beim Finale und hat alles dafür in Bewegung gesetzt und das hat erst schlecht aus und jetzt ist er dann doch dabei. Und es könnte so die Wendung zum Besseren werden, finde ich das persönlich einfach krass, wie viele Leute dann auch einfach da rein projizieren. Ja, und das dann einfach Momente sind, die dann das ultimative Glück für einen bedeuten, in nicht so leichten Zeiten. Das wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Ja, genau. Also insofern, schaut euch, lest euch das durch. Es gibt noch einen wunderbaren Elf-Freunde-Artikel. Das ist auch sehr, sehr schön mit unserem guten Freund Lossi. Basti, das hast du auch gelesen, ne? Ja. Aber, ja, ja. Könnte ich nicht reden jetzt. Ihr merkt, es ist ein bisschen schwierig. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, dann habt ihr noch ein bisschen was jetzt für den Weg. Wir verabschieden uns jetzt. Ich wünsche euch beiden morgen eine ja, entspannte Anreise. Will ich es nicht nennen, kann ich es nicht nennen. Kommt gut darunter. Genießt die Zeit. Allen anderen, die morgen darunter reisen, runterfliegen, ebenso. Ja, und bringt den Pokal mit nach Hause. Ich glaube, mehr kann man an dieser Stelle nicht sagen. Oh ja. Und wir melden uns dann wieder, wenn wir aus dem Delirium wieder irgendwann erwacht sind in einer der kommenden Wochen. Bis dahin. Dienstag klingt ja immer ganz gut, ne? Macht's gut. Tschö.